Aber Moment mal, was genau ist der Solar Decathlon Europe und was genau hat Washington DC bitte mit Wuppertal zu tun? Die Geschichte des Solar Decathlon beginnt vor über 20 Jahren auf der National Mall in Washington DC. Hier erlebt das Publikum zum ersten Mal, dass die Sonne genug Energie zum Heizen, Kühlen und zum Betrieb eines Hauses liefert. Daraus ist ein Wettbewerb entstanden, der inzwischen auf vielen Kontinenten stattfindet. Mit der aktuellen Ausgabe gehen wir einen Schritt weiter. Der erste deutsche Solar Decathlon widmet sich der bestehenden Stadt und ihren konkreten Herausforderungen. Der Bedarf an Wohnraum und unsere Ressourcenverbrauch steigen. Gleichzeitig ist Klimaschutz wichtiger denn je. Heute entscheidet sich, wie wir morgen leben werden. Wir benötigen jetzt dringend eine Antwort auf die Frage, wie kann eine Stadt gut für die Umwelt und gut für ihre Bewohner und Bewohnerinnen sein? In Wuppertal geben wir Antworten. Anhand bestehender Gebäude zeigen wir, wie vorhandene urbane Strukturen verbessert werden können und schärfen das Bewusstsein für nachhaltiges Bauen und Wohnen, für lebenswerte Städte und für glückliche Bewohner und Bewohnerinnen. Im Wettbewerb treten 18 junge Teams aus 11 Ländern gegeneinander an und liefern attraktive, klimagerechte und bezahlbare Lösungen für unsere Städte von morgen. Das machen sie anhand von drei realen Bauaufgaben: die Sanierung und Erweiterung, die Baulückenschließung und die Sanierung und Aufstockung. Jede der drei Aufgaben behandelt ein bereits existierendes Gebäude im Mirka-Quartier in Wuppertal oder in den Heimatstädten der Teams. Bei der Design-Challenge konzeptionieren die Teams ein Entwurfs- und Energiekonzept für ein Gesamtgebäude samt urbanem Kontext, das dem Gedanken der Klimaneutralität folgt. Bei der Building-Challenge wählen die Teams eine repräsentative Wohneinheit aus ihrem Gesamtgebäudeentwurf aus. Dieses voll funktionsfähige, ein- bis zweistöckige Wohngebäude bauen und betreiben sie beim Finale 2022 in Wuppertal. Beide Wettbewerbsteile fließen anhand von 10 Disziplinen in die Gesamtwertung ein. Im Juni 2022 wird der Sieger gekürt. Das Team, dessen Lösung am Ende am meisten überzeugt und somit die meisten Punkte aus allen Disziplinen erzielt hat, gewinnt. Überzeug dich selbst. Vom 10. bis 26. Juni 2022 kannst du hautnah dabei sein. Entdecke umweltfreundliches Bauen und innovative Wohndesigns, die wirklich funktionieren. In deiner Stadt der Zukunft, auf dem Solar Campus des Solar Decathlon Europe 21-22 in Wuppertal.